Zwei und Refraction kennen wahrscheinlich alle von euch. Sie gelten als die reichsten Spieler in Hypixel Skyblock, einfach aufgrund dessen, was sie alles besitzen, aufgrund deren Networth. Aber wer sind eigentlich die reichsten Spieler im deutschsprachigen Bereich? Das habe ich für euch herausgefunden und diese Spieler schauen uns heute an, was sie so reich macht und warum sie eben wohl reich sind. If I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my... Wir rollen das Feld von hinten auf und beginnen mit Unstable Fragment. Unstable Fragment wäre eigentlich schon mal in einem Top 5 Video vorgekommen, da wusste ich allerdings noch nicht, dass Unstable Fragment deutsch ist. Auf jeden Fall, der Networth von Unstable Fragment beträgt 8,92 Milliarden Coins. Damit ihr vielleicht einen Vergleich dazu habt, so das, was ich ungefähr habe, ist bei 4,5 bis 5 Milliarden, irgendwo so dazwischen circa. Und das, was in Sachen Networth halt nachverfolgbar ist, ist halt grundsätzlich eben einfach auch nur das, was ihr selber auf eurem Charakter drauf habt, also bedeutet zum Beispiel, was ihr in eurer Ender-Chest habt, was ihr zum Beispiel in eurer Garderobe alles habt oder was ihr halt alles für Talisman habt und so weiter. Alles, das wird halt da zusammengerechnet und der Wert davon wird am Ende dann zu dieser Zahl halt eben addiert. Auf jeden Fall, Unstable Fragment ist in der Necron-Gilde, wie wir sehen, hat einen Skill-Average von 48, hat noch nicht mal Mining gemaxed, enttäuscht mich persönlich, naja, wie auch immer. Auf jeden Fall, wir schauen uns an, wie dieser Networth denn überhaupt zusammengerechnet wird. Was auf jeden Fall auf den ersten Blick schon auffällt, er hat 2,47 Milliarden Coins einfach nur so in der Börse aktuell, also ist davon auszugehen, dass vielleicht auch etwas auf der Bank ist oder so, aber auf jeden Fall, er hat einfach nur mal schon so 2,5 Milliarden Coins einfach so mit dabei. Aktuell die Rüstung, die er hier anhat, ist die Rising Sun Armor, die man damals bei Dante gebraucht hat, ich weiß nicht ganz warum. Und allgemein wäre ich nicht so ganz schlau aus dem Profil, weil er hat hier irgendwie nur 4 Talismane, wo auch immer seine anderen gerade sind, denn ich denke schon, dass da noch weitere Talismane vorhanden sein sollten, genauso wie seine Pets, da weiß ich auch nicht, was mit denen genau los ist hier, so, hä? Es ist ein bisschen komisch, auf jeden Fall auch in seinem Inventar hat er hier beispielsweise Mineral Armor, Massive Armor und hier noch eine Wise Dragon Armor, und wenn wir jetzt mal in die Ender Chests reinschauen, auch da, wenn wir so reingucken, da ist irgendwie nichts vorhanden. Aber wenn wir nach unten gehen, dann sehen wir hier halt beispielsweise, ja, er ist hier halt einfach Catacombs 50 mit 62 Millionen XP drüber auch schon, also ist einer der wenigen deutschen Spieler, die unterdessen halt eben Catacombs 50 erreicht haben. Ich werde dazu vielleicht auch mal noch ein Video machen, so zu den ersten 5 Spielern, die halt im deutschsprachigen Bereich eben Catacombs 50 erreicht haben. Das dürfen, denke ich, bald sicherlich 5 Stück sein. Und ich gehe auch sehr, sehr stark davon aus, dass er wahrscheinlich sein Networth und eben ein Großteil seines Geldes hat eben sehr wahrscheinlich durch Catacombs, durch Dungeons verdient haben wird. Denn auch wenn wir uns mal kurz drauf schauen, Floor 5 hat er insgesamt hier 5700 komplette Runs. Allerdings auch hier sehen wir Livid hier, Floor 5, auch 3300 erfolgreiche Runs, sowie auch Floor 6, 2300 Stück. Also da dürfte vielleicht auch das ein oder andere Giant Sword noch dabei gewesen sein. Aber ich denke auch hier in 5600 Floor 7 Runs, da dürften sicherlich auch einige Necron Handles mit dabei gewesen sein, wovon halt eben höchstwahrscheinlich ein Großteil seines Networths stammt. Aber ja, ansonsten frage ich mich gerade wirklich so ein bisschen, ja, wo sind die ganzen Rüstungen, wo sind die Talisman, wo sind die ganzen Pets hin und so weiter, was ist damit passiert? Hast du irgendwie einen neuen Account angefangen, weil irgendwie ein zweites Profil oder so gibt es nicht, auf dem ein Fragment spielt. Und zuletzt online, trotzdem hier vor 8 Stunden, also ja, deswegen, ich weiß nicht ganz so, was hier mit diesem Profil los ist, vielleicht ist es einfach auch nur ein Anzeigebug oder so. Schreib es mir gerne in die Kommentare, falls das Video siehst, oder falls jemand anderes mehr weiß, gerne in die Kommentare damit. Die Nebenhistory von Unstable Fragment ist übrigens auch sehr interessant. Ich meine, wer ändert schon 26 Mal seinen Namen und das innerhalb von, ja, gerade mal knapp 4,5 Jahren hier. Aber auf jeden Fall sympathisch. Unstable Fragment hat wohl mal mit QSG angefangen, habe ich früher auch sehr, sehr oft gespielt. Und ja, auf jeden Fall hier irgendwie 26 Name Changes, wo man halt eben durchaus auch gut nachvollziehen kann, dass Unstable Fragment halt eben deutsch ist. Und auf Platz 4 haben wir bereits den ersten Spieler aus Flexing Chimps und das ist auch gar nicht mal allzu weit über Unstable Fragment, nämlich Knattekalle mit 9,32 Milliarden Networth. Zumindest eben, wie gesagt, das ist auch immer nur das, was man halt eben vom Bot her nachverfolgen kann. Auf jeden Fall, er hat hier einen ganz schönen 55er Skill Average, hat hier auch 468 Millionen Gaming XP über Level 50. Und bei ihm ist es ein bisschen einfacher nachzuvollziehen, woher sein Networth aktuell kommt. Zumindest er scheint aber auch Mining zu gehen, hat ja auch eine schöne Full Jaded Superior hier. Hat außerdem hier noch diverse weitere Rüstungen, wie eben so klassische Dungeon Rüstungen hier und dazu natürlich auch hier der obligatorische Warden Helm und dazu ebenfalls Necron Armor. Hier haben wir zum Beispiel noch eine Ancient Storm und hier auf dieser Seite halt daneben eine Loving Storm, also bedeutet hier wird wohl ziemlich sicher auch eben ziemlich viel Master Mode gespielt, hat eben
Also einmal halt so gesehen für einen normalen Damage und einmal dann halt so gesehen noch für eben Magic Damage oder eben Ability Damage. Dafür haben wir halt grundsätzlich zwei Stormrüstungen. Und dann kommt hier noch eine schöne Ancient Alien Tuxedo dazu, wobei ein Tuxedo bei so viel Networth tatsächlich relativ wenig ausmacht. Aber eben auch hier sehen wir, er hat hier zwei Superior, halt eben eine für Mining sich auch tatsächlich geholt. Das überlege ich mir übrigens auch noch zu tun und halt eben auch eine normale, schöne, full gemaxte mit Leech drauf, mit Renown Reforged. Auf jeden Fall ein Muss. Also die Rüstung hier ist ja doch auch immerhin noch so gut 150 bis 200 Millionen wert in dieser Ausführung. Ziemlich sassy unterwegs ist er auch, hat hier eine Suspicious Scylla, Skill des Midas Sword mit Dragon Hunter drauf natürlich, man kennt's. Eine Reaper Side ist hier vorhanden, eine Axe of the Shredded. Aber ich entdecke hier jetzt glaube ich kein Terminator. Ein Terminator oder ein Juju oder so ist hier wohl nicht dabei. Braucht ihr ihn nicht, den vielleicht auch gar nicht. Aber auf jeden Fall, diese Ansicht hier ist natürlich auch immer nice to have, wenn man alle Talismane hat, alle 76 von 76, die es aktuell gibt. Noch nicht ganz alle recombobulated davon, aber ich denke mal, gerade die neuen Talismane, da ist es auch nicht unbedingt wichtig, die zu recombobulaten im Moment. Zumindest halt auch nicht die Talismane, die man noch weiter upgraden kann, wo man den Recombobulator so oder so verlieren würde, was halt eben gerade zum Beispiel beim Master Skull der Fall wäre. In Sachen Pets hat er 51 von 54, da fehlen ihm also noch 3. Wird höchstwahrscheinlich irgendwie Scatter und Golden Dragon sein, nehme ich mal. 3 Milliarden Pet XP insgesamt. Aber wir schauen ja heute auf den Networth und deswegen gucken wir uns auf jeden Fall so an, was für exotische Pets er vielleicht so ein bisschen hat. Er hat auf jeden Fall einen klassischen Level 100er Ender Dragon. Auch nur einmal. Aber wenn wir uns das so anschauen, hier hat er auf jeden Fall diverse Pets auch mit Skins drauf. Hier beispielsweise Endermite und Elephant. Er hat aber hier auch noch gleichzeitig einen Level 100er Enderman. Auch noch eine Black Cat mit einem Skin drauf, na, mit dem Onyx Skin. Genau, das hier ist übrigens der Spooky Skin. Steht hier oben drauf übrigens. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Pet Collection. Und ich denke, der größte Teil seines Networths oder sicherlich was im Bereich Pets angeht, kommt hier wahrscheinlich von seinen Sheep Skins. Na, also die Sheep Skins sind da wirklich Skins, die für sehr, sehr hohe Preise weggingen am Anfang. Ich weiß auch nicht, wie sich da der Preis im Moment entwickelt hat. Aber auf jeden Fall, er hat hier 4 Sheep-Skins, 4 verschiedene, plus dann auch ein ganz normales Sheep. Und auch hier sehen wir beispielsweise auch noch 2 Rabbits mit einem Skin drauf. Auch sehr, sehr nice. Also wirklich, meiner Ansicht nach, eine sehr schöne Pet-Collection. Und eben, höchstwahrscheinlich kommt auch hier wirklich ein großer Teil seines Networths davon. Oder hier haben wir beispielsweise auch noch einen Golden Monkey. Schon fast Pflicht eigentlich im Flexing Gyms. In Sachen Catacombs ist er Level 40 hier in Dungeons, wie wir sehen. Also ist nicht so sehr der Dungeons-Wert, ist aber, denke ich, doch mal gut mit dabei. So Catacombs 40 zu sein, ist sicher nicht schlecht. Also ich wäre gerne Catacombs 40, aber in FC ist das wahrscheinlich tatsächlich eher niedrig. Und ich denke auch nicht, dass er einen großen Teil seines Networths unbedingt mit Dungeons produziert haben wird, weil wir sehen hier zum Beispiel auch, er hat beispielsweise einfach auch sehr, sehr viele Minions tatsächlich auf Level 12. Er hat damit also auch die maximale Anzahl Minions als freigeschaltet. Ihm werden jetzt hier zwar nur 25 angezeigt, also eben das sind die 25 natürlich von den Minions an sich, plus die Bonus-Minions-Sorts halt eben durch das Community Center. Also er hat 30 Minions-Sorts, wie man hier sieht. Das ist auch etwas, was man bei einem Endgame-Spieler heutzutage eigentlich theoretisch eher weniger sieht, dass man mal Max Minions hat, aber finde ich deswegen tatsächlich umso cooler. Und er schaut auch gerne Melonen zu farmen, hat hier 175 Millionen, beziehungsweise, ja, ich denke natürlich, höchstwahrscheinlich wird das wahrscheinlich aus den Minions stammen oder so. Ja, aber ich muss tatsächlich sagen, für mich ist nicht so ganz klar ersichtlich, wie jetzt hier wohl das Geld entstanden ist oder wie Knatikalle sein Network hier wohl erreicht haben soll. Zumindest, wenn wir uns die Skill-XP so anschauen, dann sehen wir eigentlich, er hatte nicht wirklich viele Skill- XP über irgendwo, also er hat nicht wirklich viel Overflow bei gewissen Skills, allerdings hier nur bei Combat hier jetzt 130 Millionen über Level 60, aber mit Combat Geld zu verdienen, dazu gibt es halt eben sehr, sehr viele Möglichkeiten und eben Dungeons ist ja jetzt auch nicht allzu hoch, also ich denke nicht, dass sehr, sehr viel von ihm aus Dungeons stammen wird und eben auch wenn wir uns die Slayer anschauen, ja, er hat gut, er hat auch immerhin 17 Millionen Zombie Slayer XP, vielleicht waren da ein paar Lucky Warden Hearts mit dabei oder so und eben auch wenn ich die Collection so durchschaue, da fällt jetzt auch nicht irgendwie groß etwas auf, dass er groß krass ihr nicht das gefarmt haben könnte für sein Geld. Also ist mir nicht ganz klar, wo hier sein Networth kommt. Falls es jemand weiß, falls du es weißt, schreib es gerne in die Kommentare. Auf Platz 3 haben wir eine Person aus Drachenkult und ich spreche den Namen einfach mal nicht aus, weil ich ihn eh nicht richtig aussprechen können werde. Aber auf jeden Fall, das hier ist Person Nummer 3. Ich denke mal, es ist eine deutsche Person tatsächlich, weil ich meine, Drachenkult ist eine deutsche Gilde und eigentlich nicht international orientiert, so viel ich weiß. Aber schauen wir uns an, wie es bei dieser Person hier aussieht.
schaut. Auf jeden Fall, der Netwerth beträgt 10,53 Milliarden, also doch schon mal immerhin eine zweistellige Zahl. Auf jeden Fall hier auch noch bei weitem nicht ganz alle Skills gemaxt. Ne? Ja, klar, Farming, Foraging, die Skills, für die man etwas tun muss, sind nicht gemaxt. Dagegen allerdings Fishing. Aber wie setzt sich der Netwerth zusammen? Wir haben hier in der Garderobe als erstes eine Full Final Destination Armor mit nicht allzu vielen Kills drauf. Vorhanden ist aber natürlich auch ein Wardenhelm mit einer Necron Armor, also auch für Dungeons ist man hier definitiv bereit. Dazu kommt eine Full Renown Superior mit Legion 5 drauf. Und dann haben wir hier tatsächlich auch noch eine 3/4 Reaper Armor, sehr interessant, hier auch mit 130.000 Kills auf der Leggings. Und dann so zusätzlich, na, was mir ja noch aufgefallen ist, eigentlich so gut wie jede Drachen Armor und einfach jeder Helm hat hier auch noch einen Skin mit dabei. Vielleicht ist es auch einfach Pflicht, den Drachenkult zu haben, das weiß ich nicht, aber ja, auf jeden Fall sieht noch cool aus, ne? Ja, und die Waffen-Collection hier, die sieht ja fast unendlich aus beinahe, auf jeden Fall ist ja auch eine ganz schöne Axe of the Shredded mit dabei. Klassischer Runanswo mit Janehunter 5 drauf. Chimera 1, das du sagst, okay, das ist ziemlich nice. Dazu kommt ja auch das klassische Gilded Midas Sword, na, man kennt's. Und dazu hat tatsächlich auch noch Boomerangs, tatsächlich auch jemand, der noch einen Nutzen in diesen sieht und sie nicht panisch einfach verkauft hat. Macht dich auf jeden Fall sympathisch. Und hier unten kommen tatsächlich noch zwei weitere Boomerangs dazu. Also es scheint ja wohl wirklich 6 Stück zu besitzen. Und wenn wir uns auch die Boomerangs mal anschauen, da ist überall so Swarm drauf. Overload 5 habe ich jetzt auch überall drauf gesehen. Also enchanted sind sie auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Reaper Sight besitzt ihr hier auch. Und auch wenn ich hier eine Soul Whip sehe, dann denke ich immer so an die gute Zeit, als man noch schöne Ghosts farmen konnte, als man noch mehr Damage gemacht hat, als das man jetzt macht. Das war eine gute Zeit. Aber ich denke mal, man wird sicherlich irgendwann wieder genug Damage machen, um wieder schön easy Ghosts farmen zu können. Von seinen Talismanen kommt auf jeden Fall nicht allzu viel Netwerth, würde ich jetzt mal behaupten. Er hat zwar fast alle, aber doch nur 2/3 ungefähr recombobulated. Zwar schon auch die besseren Talismanen auch recombobulated, eher natürlich, das macht natürlich in gewissem Maße auch Sinn. Aber bei jemandem, der halt doch 10 Milliarden Netwerth hat, würde man doch irgendwie erwarten, dass man da doch alle Talismanen, die man hat, recombobulated hat, immerhin. Aber ja, gut, das wird wahrscheinlich schon auch seine Gründe haben irgendwo. Auf jeden Fall auch seine Pet Collection, sieht ziemlich nice aus. Er hatte 49 Stück, hat ja auch einige Skins, wie wir sehen. Hier auf dem Skeleton Horse sogar gibt es einen Skin, wusste ich nicht mal, dass es das überhaupt gibt. Auf dem Garden sehen wir hier einen Skin. Auf den Elefanten hier gibt es Skins drauf, hier ebenfalls auf der Black Cat, hier dazu auch noch ein zweiter Black Cat Skin. Also ja, auch hier sehen wir, hier ist definitiv viel vorhanden in Sachen Netwerth, nicht nur in dem Pet, sondern eben auch einfach nur an Skins. Auch hier eben beispielsweise Sheep-Skins wiederum, die halt eben wirklich sehr, sehr viel ausmachen können bei dem Netwerth an sich. Und dazu hier kommt auch noch der Twilight Skin beim Tiger, der so ein bisschen eine Animation hat hier anscheinend. Ich weiß nicht, ob es nur auf Skycrypt ist, falls ihn eben auch ist, dann auf jeden Fall krass. Dungeons scheinen ihn genauso viel zu interessieren wie mich auch. Katakombs 33, na, ich bin auf 34 so zum Vergleich und ich habe jetzt sicherlich auch schon ein, zwei Monate nicht mehr gespielt und ich vermisse es ehrlich gesagt auch irgendwie nicht. Also scheint da ein ganz casual Spieler zu sein. Sion Slayer, ja, hat auch 2600 hier Tier 5 Kills bei Revenant Horror, also eben vielleicht ist er auch ein bisschen nackig gewesen, hat ein paar Hearts bekommen und so weiter. Also könnte auch davon beispielsweise noch ein Teil von seinem Netwerth stammen. Aber auch ansonsten sehe ich hier tatsächlich gar nicht mal so eindeutig, wie er zu seinem Netwerth gekommen ist oder wie der sich jetzt wohl zusammensetzt. Wie gesagt, ich denke, ein Großteil wird wahrscheinlich aus den Pets stammen. Denn ansonsten, so aus den Collections heraus, ist es auch nicht irgendwie wirklich klar erkennbar, ob er da krass irgendwas gegrindet hat. Er scheint aber auf jeden Fall hier 200.000 Gold-Skills beinahe zu haben. Also das gibt ja sicherlich auch ganz gut Geld. Ich meine, ich habe auch irgendwie über 200.000, soviel ich mich erinnern kann. Aber tatsächlich, ein Großteil seines Networks versteckt er hier in seinen Backpacks in der Storage. Beispielsweise ist mir hier aufgefallen, er hat hier einen ganzen Jumbo-Backpack voll mit diesen Reaper Gems. Reaper Gem bekommt man eigentlich nur ein einziges Mal als Item beim Zombie Slayer, wenn man, glaube ich, dort Level 8 wird oder so, und das ist ein Pet-Item, was euch 8 Ferocity oben drauf gibt, und das Item kann man als Spieler halt eben wirklich nur ein einziges Mal bekommen, und der hat ja einen ganzen Jumbo Backpack voll, und das dürfte ihm ziemlich sicher auch nochmal gut Push geben in Sachen Netwerth. Und auch ansonsten, wenn ihr hier einfach mal so die anderen Backpacks durchschauen oder zumindest eben so die hier vorne, da fällt einem schon auf, beispielsweise gerade, wenn ihr hier mal reinschaut in diesem Backpack, er scheint hier wirklich sehr, sehr viel Netwerth einfach nur in Form von Skins zu halten. Also hier beispielsweise Silverfish Skins haben wir hier drin, ganz viele. Hier irgendwelche Baby Chicken Skins gibt es hier überall, also wirklich hier ganz viele verschiedene Skins hat er hier noch gespeichert. Das macht auf jeden Fall auch sicherlich einen Großteil seines Netwerths aus.
Auch hier in seiner Ender Chest, da findet man noch weitere Reaper Gems, die hier rumliegen hat. Und die teuersten Skins, die er hat, die haben wir hier zum Beispiel. Hier der Cool Rock Skin einmal, kostet ca. 150 Millionen. Dann haben wir danach den Thinking Rock Skin, kostet etwa 160 Millionen. Und zu guter Letzt haben wir noch den Laughing Rock Skin, der kostet aktuell 225 Millionen Coins. Also eben, wir sehen hier wirklich, er scheint hier einen Großteil seines Networks in Sachen Skins auch gelagert zu haben. Nicht nur einfach so an Skins, sondern halt eben schon auch auf seinem Pets drauf zum anderen Teil und eben, ja wie gesagt, wie viel diese Reaper Gems hier wert sind, von denen er auf jeden Fall auch ordentlich hat oder sicherlich genug hat, weiß aktuell gar nicht, aber sie sind sicherlich auch irgendetwas im siebenstelligen Bereich wert. Wir kommen zu Platz 2, wieder jemand aus Flexin Chimps, diesmal ist es Pen Brother mit einem Network von 12,7 Milliarden Coins, das ist auf jeden Fall krass, 1,92 Milliarden Coins davon hat er aktuell dabei, ansonsten einen ganz schönen 50er Skill Average, er war auch übrigens einer der allerersten Deutschen, die überhaupt einen Skill Average von 55, beziehungsweise damals glaube ich sogar noch 50 erreicht haben, also auch in Sachen Skills war er schon immer sehr, sehr gut dabei. Was auffällig ist auch, er hat hier 500 Millionen Combat XP über Level 60. Schreibt gerne mal in die Kommentare, welcher Platz das ist. Das ist ziemlich sicher eher das in den Top 100, nehme ich mal an. Wenn nicht sogar noch weiter oben, auf jeden Fall ja auch 520 Millionen über Taming 50. Das ist eigentlich gar nicht mal so viel, wenn man bedenkt, dass du hier 500 Millionen über Combat 60 hast. Hat aber aktuell schon ein bisschen länger nicht mehr gespielt, hier vor 8 Tagen zuletzt online gewesen. Aber schauen wir uns an, wie sein Networth entsteht. Auf jeden Fall, er hat hier aktuell eine ganz klassische Renault zu Kryo mit Legion 5 drauf. Na, haben wir heute bisher eigentlich bei jedem schon einmal gesehen. Dazu kommt hier halt eben auch der Warden Helm, plus dazu hier noch ein Necron Chestplate und wo der Rest der Necron Rüstung ist, das werden wir sicher gleich rausfinden. Vielleicht hier, ne, das hier ist jetzt eine Storm Rüstung. Auf jeden Fall, er hat hier einen Diamond Livid Head und auch einen Diamond Saturn Head. Dazu kommt hier hinter dann auch der Diamond Necron Head. Gut, man muss dazu natürlich auch sagen, die sind ja mittlerweile auch nicht mehr allzu viel wert tatsächlich, aber hey, immerhin, haben ist besser als nicht haben. Und dann haben wir noch zwei Teil von einem Tuxedo, aber ansonsten hier in Sachen Rüstung tatsächlich ist ja nicht allzu viel Spezielles dabei, hier noch ein Campus-Helm oder so, aber ich denke mal nicht, dass durch irgendwelche krasse Rüstungen jetzt wirklich viel Network zusammenkommt bei ihm. Auf jeden Fall ansonsten hier, er hat auch hier das klassische Midas-Sword, immer noch von damals wahrscheinlich natürlich, na. Dann eine One for All Daedalus Axe, das habe ich jetzt auch noch nie gesehen, aber interessant. Dazu kommt hier dann eine Suspicious Scylla. Und das, meine Damen und Herren, scheint hier wohl der erste Spieler zu sein mit einem Terminator, den wir jetzt heute auch gesehen haben. Ich hoffe, ich habe bei niemandem den Terminator übersehen von den anderen, die ich jetzt heute schon gezeigt habe. Auf jeden Fall hier den klassischen Hasty Terminator, auch mit 4 Master Stars sogar auch noch drauf. Also komplett maxed out eigentlich von dem, was ich hier sehen kann. Soul Eater 5, Power 7, Humings. Plus auch noch Art of War mit oben drauf. Also ich glaube, hier kann man nicht mehr wirklich viel mehr maxen. Höchstens vielleicht noch eine Music 3 Rune oder sowas drauf machen. Also dieses Teil hier bringt ihm sicherlich schon mal so 1,2 bis 1,3 Milliarden an Networth mit dazu. Bei Talisman ist er allerdings konsequent. Jeden Talisman, den er hat, recompabulated er auch. 3 Stück fehlen ihm allerdings noch. Und das sind aktuell höchstwahrscheinlich die neuen Talisman vom neuen Update, gehe ich mal davon aus. Genau, haben wir hier beispielsweise das Jungle Amulett. Ein Talisman of Power. Oder dann hier auch noch der Master Skull. Fehlt ihm wohl auch ganz komplett, obwohl er Master Stars auf seinem Terminator drauf hat. Naja, vielleicht hat er die auch einfach gekauft oder hat es einfach so gekauft. Das werden wir gleich sicherlich sehen noch. Aber ansonsten auch Pets hier, wie wir sehen, eine sehr, sehr schöne Collection. Er hat hier auch den Black Sheep Skin sogar. Das ist so viel, ich weiß, der teuerste. Und auch ansonsten hier hat er noch weitere Sheep Skins hier. Eine schöne Collection von insgesamt 5 Stück. Dazu auch hier schöne Elephant Skins. Auch da hat er eine schöne Collection mit allen 6 Elephant Skins. Ich glaube, es gibt nicht mehr als 6. Ich denke mal, das dürften alle sein. Auf jeden Fall wird hier sehr, sehr schöne Pet Collection. Sehr viele Skins. Sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Und ja, natürlich auch klar, einfach um erwähnt zu haben. Natürlich ist auch hier der Level 100 Legendary Ender Dragon mit dabei, der sicherlich auch ein bisschen was zum Network dazu gibt. Und das hier habe ich glaube ich auch noch nie gesehen. So ein schön cleanes, aufgeräumtes Inventar. Wir haben hier ein Beastmaster Quest, wir haben Soulflow, Supercell, ein Blood Chalice und die Espresso Maschine und dazu hier im Inventar gerade einfach nur das Midas Sword. Okay, ich weiß nicht gerade, ob das irgendeinen Purpose hat, ob das irgendeinen Zweck erfüllen soll oder so, aber hey, schön aufgeräumtes Inventar, das sieht doch einfach mal nice aus. Als hätte er sich vorbereitet für mein Video. Als hätte er sein Zimmer aufgeräumt. Ansonsten in seiner Storage sieht es nicht allzu spannend aus. Er hat hier sehr viele Bücher einfach nur drin. Das meiste sind einfach irgendwelche Bücher halt aus Dungeons, die er bekommen hat. Hier eben beispielsweise Rejuvenate, Last Stand und so weiter halt eben. Basically die nützlichen Bücher aus den Dungeons. Ansonsten sehen wir hier noch ein bisschen Enderman's Leer Stuff und sonst ist eigentlich sehr viel von seinen anderen Backpacks hier leer. Und wenn sie der Wardrobe nicht genug Platz hat, ja, dann lagert man seine Rüstungen einfach aus. Hier in einen Jumbo Backpack rein, wie wir sehen.
auch gut gemacht. Und hieran können wir sehen, dass ihr wohl das Mining Update auch schon ein bisschen gezockt haben könnte. Und ja, da haben wir die Antwort auf das, was ich vorhin meinte. Ja, tatsächlich, er spielt wirklich viel Dungeons at Catacombs 44, ist also schon eher ein bisschen bei den oberen Leuten mit dabei in Flexing Gyms Universal. Und ich denke mal, das wird so die obere Hälfte sein bei Catacombs 44. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. Und das Ganze hier wahrscheinlich auch gar nicht mal mit Necron Kills erreicht, weil ich meine, hier na, 1100 Floor 7 waren sind jetzt gar nicht mal allzu viele. Höchstwahrscheinlich wurde hier viel Floor 5 oder Floor 6 Master Mode gespielt. Ja, doch immerhin hier fast 7 Floor 5 Master Mode Runs. Ich denke mal, hierher wird auch ein Großteil der Catacombs XP kommen bei dir. Und dazu ist ja auch ein Slayer Grinder, wie wir sehen. 21,5 Millionen Slayer XP in Tarantula und doch auch 16 Millionen hier bei Revenant Horror. Also ich denke, auch da dürfte sicherlich nochmal wirklich gut Geld zusammengekommen sein durch diese beiden Slayer. Denn gerade Tarantula ist ja eigentlich schon Profit, wenn man mal ein bisschen Glück hat, und wirklich viel Glück haben muss man da eigentlich auch gar nicht. Oder eben halt durchaus auch bei Zombie Slayer, wenn man da doch fast 9000 Tier 5 Kills hat, da wird man ziemlich sicher auch das ein oder andere Warden Hearts bekommen haben. Und also, ich habe vorhin schon gesagt, Pen Brother ist ja wirklich jemand, der nicht einfach nur irgendwie auf Raid oder auf Network spielt oder so, sondern nein, er spielt, so wie es aussieht, halt eben Skyburg wirklich als Ganzes. Und das sieht man halt auch in seinen Collections. Er hat ja doch 110 Millionen Potatoes gemacht, gut, ich meine gefarmt. Nein, ich denke nicht, dass hier irgendwie irgendwas gemacht worden sein wird oder irgendwas AFK'd worden ist oder so. Denn ich denke, sonst wäre Pen Brother nicht schon so lange mit dabei und auch nicht so konstant mit dabei. Auf jeden Fall, Farming hat er sicherlich durchgezogen, wie wir sehen können, auch 51 Millionen Collection in Sugarcane. Wir sehen aber auch sonst, Mining hat auch gut durchgezogen, 2 Millionen hier mit vielen doch immerhin, ist auch nicht nix. Und eben in der Combat Collection zeigt sich natürlich das Ganze von seinen Slayern. Und dazu kommt natürlich auch, wie wir sehen, dass er auch Fishing 50 halt eben ist, und ich denke mal, hier werden schon doch auch Minions im Einsatz gewesen sein. Aber beispielsweise gerade so Zahlen wie Raw Fish oder eben halt bei Prismarine Shards und Prismarine Crystals, die sind eindeutig zu hoch dafür, dass man selbst gefischt hätte. Davon würde man nämlich ganz klar nicht so viel angeln, wenn man das nicht mit Minions gemacht hätte. Und dazu kommt hier auf jeden Fall auch ganz klar hier seine Platz 1 Kills, 875.000 Ghost Kills. Davon wird er auf jeden Fall doch auch höchstwahrscheinlich 1 Milliarde oder mehr verdient haben mit so vielen, tatsächlich, denke ich mal. Also auch dafür auf jeden Fall Respekt. Und da sieht man auf jeden Fall schon auch, woher sein Geld wohl so wohl oder übel ein bisschen kommt. Sicherlich kommt einiges aus Dungeons, sicherlich kommt auch vieles einfach nur vom Farming, vom Grinding, und durchaus kommt wahrscheinlich auch ein Großteil tatsächlich einfach nur von Ghost Farming. Und der Platz 1 für den meisten Network im deutschsprachigen Raum, den ich gefunden habe, geht an jemanden, der schon mal auf dem Platz 1 war in einem anderen Video, aus Sachenkult. Flotech, schon wieder. Wobei ich weiß gar nicht, ob Flotech da auf Platz 1 war. Aber Flotech war auf jeden Fall schon mal in einem Video, das weiß ich. Deswegen reden wir bei ihm auch gar nicht mehr groß darüber, was er alles hat, denn wir schauen uns heute sein Network an, und sein Network beträgt 13,28 Milliarden. Wobei er aktuell 9,36 Milliarden Coins davon gerade dabei hat, einfach nur so. Da kann man sich jetzt natürlich schon mal fragen, ja, was ist mit dem Geld, warum wird es nicht benutzt, oder woher stammt das Geld überhaupt, oder ist Flotech einfach nur jemand, der es auch nur das kauft, was er will, und eben beispielsweise nicht im Pets geht und so weiter investiert. Auf jeden Fall, er hat aktuell hier die Final Destination Armor an, wird also, wenn er hier gerade im End ist, im Moment höchstwahrscheinlich Enderman Slayer gerade machen. Vielleicht hat er damit auch gut Geld verdient, vielleicht Glück gehabt bei Judgment Core Drops oder so. Das wäre ja theoretisch durchaus schon mal möglich. Ansonsten eben, seine Rüstungen sind jetzt nicht allzu besonders. Wir sehen ja eine ganz klassische Storm-Rüstung hier, halt eben Dungeon Equip ist auf jeden Fall vorhanden. Zusätzlich haben wir auch den Diamond Livid Head einfach noch so nebenbei. Aber ansonsten, so gerade Rüstungen hier sehen wir jetzt nicht wirklich viel Spezielles tatsächlich. Er hat einen Atoms Blick Athena, ist aktuell aber auch nur noch 150 Millionen wert, Tendenz sinkend, und dazu kommt ja auch eine Suspicious Zilla, hat eben auch die klassische Dungeon-Waffe, von der halt eben durchaus eben auch 500 Millionen Network einfach mal so kommen. Dazu kommt bei ihm auch, dass er fast alle Talismane hat und auch fast alle Recombobulated hat davon. Und seine Pet Collection, die ist jetzt noch nicht so extrem ausgeprägt, wie wir sehen. Er hat zwar fast alle Pets, aber so auf den ersten Blick, wenn ich das so anschaue, dann hat er hier tatsächlich aber auch gar keine Skins hier irgendwo drauf. Was für mich auf jeden Fall nachvollziehbar ist, weil ich meine, das Pet wird ja nicht besser dadurch, höchstens sein Wert. Auch wenn ich so seine Storage anschaue, auch da gibt es eigentlich nicht wirklich krasse, besondere Dinge drin, die hier wirklich viel wert sein könnten. Er nutzt seine Storage wohl mehr oder weniger so einfach ein bisschen als ja, Lager, kann man sagen. Auf jeden Fall, was man hier halt noch gesehen hat, hier sind natürlich hier die Precursor Gears, einem für das Ancient Reforge, und er scheint hier auch gut Wither Blood gelagert zu haben für das Wither Reforge und so weiter. Das kann ihm natürlich durchaus ein bisschen einen kleinen Push geben im Network. Also sind hier beides zusammengerechnet hier sicherlich doch auch mal so 120, 130 Millionen. Also ist natürlich so, sag ich mal,
zum Flippen vielleicht doch ganz gut gedacht. Und was Hyorin dann auch ganz schön finde, er hatte doch auch alle Crabheads immerhin, ist ja auch ganz schön, wenn man diese Collection so hat. Auch wenn ich jetzt nicht wüsste, dass die wirklich viel wert wären, sind natürlich klar alles Talismane, die man halt nicht mehr bekommt und so weiter, ist schon klar. Halt einfach alle zu haben ist natürlich nice, aber ich denke mal, groß im Wert steigen werden die in Zukunft jetzt nicht unbedingt oder nicht zwingend. Aber er spielt anscheinend auch sehr, sehr viel Catacombs und ich glaube, darum ging es tatsächlich auch so ein bisschen im letzten Video schon, wo Flotech mit dabei war. Da ist er nämlich aktuell Catacombs Level 43 und wird wahrscheinlich auch weiter grinden, gehe ich mal ziemlich stark davon aus. Und er macht das wohl auch so ein bisschen mit Floor 27 hier. 3500 Completions in Floor 7 und auch hier Enderman Seher, wie wir sehen, nice, auf dem Weg zu Level 9. Wird wahrscheinlich bald abschießen, früher oder später. Aber ja, ansonsten gibt es hier tatsächlich nicht allzu viel zu sehen hier auf diesem Profil, denn eben, wie wir sehen, sein Networth ist zwar krass, er ist zwar der Spieler mit dem meisten Networth, den ich gefunden habe im deutschsprachigen Bereich, aber eben, der Großteil seines Networths ist einfach nur Geld, das rumliegt bei ihm auf dem Konto, so gesehen, und das er nicht braucht. Und eben, ich sage ja auch, wenn man es nicht braucht, da braucht man es dann auch einfach nicht und dann soll man es auch nicht irgendwie zwangsmäßig ausgeben oder sich irgendwelche Skins kaufen. Also in dem Sinne würde ich einfach mal behaupten, alles richtig gemacht an der Stelle. Aber trotzdem würde mich natürlich noch so ein bisschen interessieren, woher stammt das Geld vielleicht, wie hast du das verdient? Klar, Dungeons kann natürlich ein großer Teil davon sein, wobei ich denke, da wird sicherlich auch noch anderes mit dazu spielen, denn ich denke mal eben mit 3500 Floor 7 Runs kommt man jetzt durchaus auf jeden Fall noch nicht auf so viel Geld, da müsste man schon sehr, sehr lucky sein. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und falls ihr auch solche Pyramiden hier wie ich besitzt, dann habt ihr auf jeden Fall auch viel Geld, dann seid ihr definitiv auch rich. Auf jeden Fall, was sagt ihr zu den einzelnen Spielern oder wie denkt ihr darüber, wie viel sagt Networth überhaupt über einen Spieler aus? Schreibt es gerne in die Kommentare, wie das eurer Ansicht nach gewertet werden sollte und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, peace out.